Die tiefste je gemessene Temperatur war minus 89 Grad in der Antarktis. Die wärmste je gemessene Temperatur war plus 56 Grad Celsius im Death Valley in Kalifornien. Was ist der Temperaturunterschied zwischen der wärmsten und kältesten je gemessenen Temperatur? Nun schauen wir uns diese Aufgabe an hier. Ich möchte als erstes mal einen Zahlenstrahl, eine Zahlengerade zeichnen. In diesem Fall zeichne ich eine vertikale Zahlengerade, weil dies einfach mehr einem Thermometer entspricht. Die Pfeile an beiden Enden. In der Mitte haben wir, wie immer bei einem Thermometer, 0 Grad Celsius. Und nun zeichne ich die wärmste je gemessene Temperatur ein. Das war im Death Valley. Sagen wir, es ist wohl ungefähr hier. Plus 56 Grad Celsius. Und in der Antarktis, da war es ziemlich kalt. Da war es minus 89 Grad Celsius. Gut, und was suchen wir jetzt? Wir suchen den Temperaturunterschied. Was ist der Temperaturunterschied? Der Temperaturunterschied zwischen diesen beiden Temperaturen, ja, das ist ja im Prinzip eigentlich der Abstand zwischen den beiden. Der Abstand von plus 56 Grad Celsius zu minus 89 Grad Celsius. Und wie kann ich mir denn das ausrechnen? Gut. Wir könnten uns überlegen, ich kann ja einfach die größere Zahl nehmen, das ist nämlich plus 56. Ich kann die größere Zahl plus 56 nehmen. 56. Und davon minus die kleinere Zahl. Die kleinere Zahl ist minus 89. Ja, was bedeutet denn das? Du kennst das sicher schon, wenn ich eine negative Zahl subtrahiere, ist das wie eine Addition. Das heißt, es ist im Prinzip das gleiche, wenn ich eine Addition mache zwischen 56 und 89. 56 plus 89. Ja, was bedeutet denn das, wenn ich diese 56 hier, ja, die ist im Prinzip der Abstand. Der Abstand von den 56 bis zum Nullpunkt. Und was ist denn diese 89, die blaue 89 hier? Ja, die ist eigentlich der Abstand zwischen 0 und der minus 89. Man nennt das auch den Betrag. Der Temperaturunterschied ist im Prinzip die Addition des Abstandes der positiven Zahl zum Nullpunkt mit dem Abstand der negativen Zahl zum Nullpunkt. 56 plus 89, ja, wie viel gibt denn das? Jetzt können wir es auch ausrechnen. Weil es nicht ganz so einfach ist. 56 plus 89 viel gibt das? 6 plus 9 gibt 15. 5 plus 8 gibt 13. Plus 1 gibt 14. Schreibe ich gleich die 14 hin. Das heißt, der Temperaturunterschied zwischen minus 89 Grad Celsius in der Antarktis und plus 56 Grad Celsius im Death Valley ist 145 Grad Celsius.